Heidiho, Leute! Willkommen zu Bögis Welt Teil 17. Unnütz, sinnlos, Sachen, die man wissen kann, nicht wissen muss. Und es geht auch gleich los. Aller Einwohner von New York Downtown besitzen kein Auto. Aber warum sind dann die Straßen immer so proppenvoll da? Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Fakt 322. In Peru werden jährlich 75 Millionen Meerschweinchen gegessen. Ach, Gott, Gott, Gott. Also ich habe es noch nicht geköstigt, war auch noch nie in Südamerika. Wenn jemand Erfahrungen mit Meerschweinchen hat, bitte mal melden. In Indien gibt es in etwa 100.000 Tupperwarenberaterinnen. Ja, warum auch nicht? Ne? Heinrich II. Starb 1556 infolge einer Ritterturnierverletzung. Wir vorhin bei Rittern waren. Wer kennt sie nicht? Die Reiterstatuen, die in größeren Städten überall herumstehen, ne? Wo dann so auf dem Pferd irgendein Held vom Erdbeerfeld drauf sitzt, aus Bronze, Stein oder sonst irgendein Gedöns. Ja, folgende Besonderheit. Bei allen Reiterstatuen gilt, wenn das Pferd nur auf den Hinterbeinen steht, ist der Reiter, der drauf sitzt, in einer Schlacht gestorben. Hat das Pferd nur ein Bein angehoben, starb der Reiter an Folgen einer Schlachtverletzung. Wenn alle Hufe, also alle Beine des Pferdes auf dem Boden stehen bei der Statue, dann starb der drauf sitzende Reiter eines natürlichen Todes. Ist ja mal interessant. Mal was ganz anderes. Pippi Langstrumpf konnte an die Wände hochgehen und an Decken rumkrabbeln, dank KSK, Konrad Spezialkleister. Sticht eine Mücke, eine betrunkene Person, hat sie danach den halben Alkoholgehalt intus wie der Mensch. Fakt 328 ist für eine spezielle Freundin, die sich da immer wieder drüber beömmeln kann. Der Orgasmus eines Schweines kann 30 Minuten dauern. Ach, ja. Schöne Grüße, Claire. Deutschlands jüngste Tätowiererin ist June Schwarzenberger mit 7 Jahren. Jährlich sterben mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse als durch Haiangriffe. Tja. Die New Yorkerin Sarah White ist zwar keine lizenzierte Therapeutin,
bietet allerdings Gesprächszeiten an, bei denen sie nackt ist. Das soll für mehr Vertrauen sorgen während der Gespräche. Sollte ich auch mal anbieten. Eine Bögi-Nackt-Session, bitte. Ihr könnt euch dazu ja in den Kommentaren auslassen. 332. Ein Nilpferd kann schneller laufen als ein Mensch. Also es hat gar keinen Sinn, vor dem Biest an Land auch wegzurennen. Window Word schlägt als Alternative für das Wort Disco das Wort Bumsschuppen vor. Der Blauwal mag vielleicht das größte Säugetier auf Erden sein, aber es ist nicht das größte Lebewesen. Dieses ist nämlich der dunkle Halima-Spilz im US-Staat Oregon mit einer Größe von 8,8 Millionen Quadratmetern Fläche. Alter Schwede, das ist ganz schön viel. In Japan gibt es auch den allseits beliebten Schokoriegel KitKat. Allerdings in unzähligen Geschmacksvarianten. Unter anderem mit Wasabi oder als Wassermelone. Der Pazifische Ozean ist im Durchschnitt 4.300 Meter tief. Thomas Gottschalk hat früher für die Zeitung Bravo Liebesgeschichten geschrieben. Ob der auch im Dr. Sommer-Team war? Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. 338. Maulwürfe buddeln sich innerhalb von einer Stunde in etwa 5 Meter unterirdische Gänge. Und der vorletzte Fakt: 1 bis 3% aller Kinder haben Kopfläuse. Also wenn die Schule 100 Leute hat, Schule 100 Kinder hat, ne, ein oder drei Kinder davon haben immer Kopfläuse. Also nicht immer die gleichen, aber. Letzter Fakt. Huri ist im Islam. Also Huri sind im Islam die paradiesischen Jungfrauen. Tja. So ist es. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal.